Grüß euch, liebe 1000 PS-Fans, zur 125er Testserie, diesmal mit dem Honda PCX. Eigentlich würde sich der PCX 125 ja wieder bestens für die Jacqueline Highsider eignen, aber die hat einen Termin beim Nagelstudio und deswegen müssen der liebe Kollege Koth und ich den PCX 125 testen. Es macht uns aber seltsamerweise gar nichts, weil der PCX ein sehr quirliger, angenehmer Roller ist, der eben viel Spaß macht. Spaß vor allem wegen des guten Motors. Es ist ein klar 125er Einzylinder, hat 11,7 PS, naja, ist jetzt nicht überwältigend, 12 Newtonmeter Drehmoment, das ist nicht so wenig. Und daher ist die Automatik auch so gut abgestimmt, dass der eigentlich ziemlich flott wegzieht vom Stand weg. Dann ab 70, 80 wird er ein bisschen behäbiger, muss man schon sagen. Er macht am Tacho knapp 110 km/h. Kann man glauben oder auch nicht. Ich schätze mal, so knapp unter 100 wird er schon rennen. Also über Land okay, aber für die Stadt eignet er sich besonders gut, weil er eben so schmal und klein ist. Und ja, also 14 Zoll Reifen würden jetzt für hohe Stabilität sprechen. Allerdings ist das Fahrwerk meiner Meinung nach die einzige, nennen wir sie, Schwachstelle. Also es ist sehr holprig, es ist knöchern. Wenn man jetzt über eine Bodenwelle drüber fährt, dann knallt das schon extrem durch. Chrissi, wie siehst du das? Das habe ich auch gemerkt, vor allem im Vergleich zum Suzuki Bergman, den wir heute auch getestet haben. Der hat nicht durchgeschlagen, der ist wesentlich straffer abgestimmt. Das ist zwar komfortabler, aber wie gesagt, wenn die Straßen ein bisschen schlechter werden und die Geschwindigkeit vielleicht dem nicht angepasst ist, dann wird das ein bisschen unangenehm, dann schlägt das so ein bisschen durch. Ist aber für mich eigentlich fast das einzige Manko. Alles andere hat Honda sehr gut gemacht, Qualität wie immer sehr hoch. Sehr modernes Design, da denkt Honda auch immer ein bisschen vor, finde ich, und definiert vielleicht auch ein paar Trends. Dann haben wir hier auch dieses Idling Stop, das heißt, wenn ich bei der Ampel stehen bleibe, schaltet sich der Motor automatisch nach 3 Sekunden ab. Gibt es auch im SH 125. Start-Stop-Automatik. Kann man übrigens auch ausswitchen, das Idling. Idling heißt das? Ja, Idling. Dann läuft der Motor einfach weiter. Und ansonsten, so wie in Wien, wo ich alle 5 Meter bei der Ampel stehen bleibe, geht der Motor eben aus. Ja, die technischen Geschichten wird der Käufer dann wahrscheinlich nicht, die werden ihn nicht so interessieren. Aber es funktioniert wirklich ausgezeichnet. Also man tippst leicht den Gas gefahren und der ist sofort wieder da. Also das ist jetzt nichts, wo ich mir denke, ach, das nervt mich und ich brauche dadurch viel länger. Nein, überhaupt nicht, weil du stehst da und er ist abgeschalten und es wird grün und du gibst Gas und er ist wieder im Laufen. Durch die modernen Formen meiner Meinung nach jetzt der Windschutz nicht optimal. Also es ist jetzt keine richtig schöne Schürze, die Beine abdeckt, sondern es ist da ein bisschen eingebuchtet. Die Beine gehen noch. Oben ist der Windschutz meiner Meinung nach kaum gegeben. Also es ist wirklich wie auf einem Naked Bike. Der hohe Lenker schaut lustigerweise auch so aus wie von einem Motorrad und da hätte man mehr rausholen können. Andererseits ist die Optik wieder dadurch sehr gelungen. Die kurze Scheibe schaut halt sportlich aus. Also es ist ein schmaler, sportlicher Roller, der sich vermutlich auch für Landstraßenpartien eignet, aber eher für die Stadt geeignet ist. Der Kofferraum, der sich lustigerweise elektrisch öffnen lässt. Müssen wir schauen, ob man das jetzt so geht das dann, wenn er abgeschalten ist, kann man ihn eben öffnen und dann macht man auf. Es passt ein Vollvisierhelm drunter, allerdings nicht jeder. Also ich habe Größe Small, der geht sich aus. Größere Helme haben wir ausprobiert, passen nicht rein. Muss man halt den Helm nach dem Roller kaufen oder hoffen, dass er reinpasst. Ansonsten dahinter auch noch ein Platz. Ja, also es ist ein richtig praktischer 125er, der eben auch vom Preis her meiner Meinung nach ganz gut geglückt ist, weil er unter 3000 Euro kostet. Ich glaube, es gibt jetzt eine Aktion in Österreich, 2,4 oder so, 2,7 steht da in der Liste. Ist auch nicht so schlimm. Findest du das okay? Ich finde den Preis auch sehr okay. Natürlich muss man auf ein paar Annehmlichkeiten verzichten. Wir haben hier kein ABS. Die Bremsen sind trotzdem sehr gut.
weil ich dieses kombinierte ABS-System, das kombinierte Bremssystem habe. Das heißt, wenn ich hinten bremse, bremst du auch vorn mit. Das erhöht die Stabilität und die Sicherheit, hat mir sehr gut gefallen. Was mir auch noch gut gefällt, ist, dass der nicht so einen abfallenden Sitz hat wie viele andere Roller, sondern hier noch eine Erhöhung. Ja, es wird auch schmäler, man sitzt sehr gut oben. Der Beifahrer hat diese auch schön integrierten Fußrasten hier, die man einklappen kann. Und dann habe ich auch ein verdunkeltes Windschild, ist auch bei vielen Zubehör. Das heißt, der Roller bietet so viel, dass der Preis absolut okay geht, auch wenn es ein paar kleine Sachen vielleicht nicht gibt. Aber er hat alles, was man braucht. Und Honda, wie du auch schon erwähnt hast, Qualität, es funktioniert wirklich gut. Also es gibt nichts, wo man sagen würde, pff, na servus, das ist jetzt schlecht verarbeitet. Nein, das passt alles. Also wirklich ein guter 125er, der PCX 125.